Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und ja, es ist scheiße früh. Und mit mir spielt die... Mathilde, und scheiße früh übersetze ich mal mit 11 Uhr morgens. Scheiße früh heißt im Sinne von Heinrich, ich bin um 9:30 aufgestanden und hatte nicht meine 2-3 Stunden Wachwerdezeit am Wochenende. Ja, die brauche ich, bin alt. Ja, heute tatsächlich eine sehr, sehr knappe Aufnahme, denn es ist Samstag, als wir aufnehmen, und da wir Sonntag veröffentlichen, sprich, das ist jetzt das erste Mal, dass wir einen Tag, bevor wir veröffentlichen müssen, diese Aufnahme noch machen. Es wird echt knapper langsam. Ja. So. Ja, letztes Mal hatten wir ja das Massaker der schwarzen Galeone. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen bauen. Wir haben schon mal gecheckt, dass mit den Öfen das klappt, dass wir die aufnehmen. Ich sammle gerade Steine für den nächsten Ofen, damit wir dann auch einen extra Ofen für unser haben. Stahlfeuer. Und dann werden die Öfen auf den Dachboden verlegt. Kannst du hier nicht einen Kroko töten und den einfach liegen lassen? Der hat mich genervt. Aber den muss man doch verarbeiten. Hallo? Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Was wolltest du noch sagen? Ah ja, hier hatten wir auch angefangen zu bauen, ne? Hm. Ja, genau. Hm. Das müssen wir auch noch fertig machen. Ach ja, und irgendwie war der Server wieder nicht ausgeschaltet. Bedeutet, dass die ganzen Sklaven, die wir vorletzte Folge besorgt haben, jetzt schon fertig sind, bis auf die eine Tänzerin, weil die hatte kein Futter mehr. Ja. Ja, das ist irgendwie... Wir haben ja keinen eigenen Server. Wir bezahlen dafür. Nein, wir mieten den. Ja, wir mieten den quasi. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass wenn die, keine Ahnung, ob die selber den einschalten... Weil jedes Mal, wenn wir spielen, schalte ich die Gottverdammt nochmal aus. Aber, naja, diesmal war ja komischerweise wieder an. Ich gucke da ja auch nicht jeden Tag rein. So. Dann hatte ich auch nochmal kurz wegen den Land-Claim-Radius versucht einzustellen. Das hieß jetzt bei mir, weil ich auch einen deutschen Server habe, nicht so ganz so ähnlich. Eher was mit Landschaftsradius oder irgendwie, nee, Radius war es noch nicht mal, Ressourcenbla. Ich habe das zwar mal eingestellt auf 0,25, wie ihr es geschrieben habt, aber irgendwie habe ich das Gefühl, hat sich noch nichts geändert. Ich weiß es auch nicht mehr genau, wie es war, aber ich könnte schwören, hier vorne waren Steine. Ich weiß es auch nicht. Da, wo ich gerade hinzeige. Und da in der Ecke waren Pflanzen. Ich würde es natürlich richtig geil finden, wenn sie wieder ganz nah ranwachsen, aber... Naja. Vielleicht muss ich da einfach nochmal testen, zur Not. Vielleicht gibt es da eine Mod. Mal gucken. So. Tja, tja, was machen wir mit dem angefangenen Tag? Was könnte man machen? Was könnte man machen? Sandsturmmasken. Ah. Und bevor ich die anfange, repariere ich mal meine eigene. Ich habe ja ein gratis Herz gefunden. Juhu! Ah, Pflanzenfaser. Scheiße, habe ich ja gerade rausgeschmissen. Dann mache ich das später. Ich starte jetzt Dachboden. Ja. Ah ja, das wird ja auch irgendwann fertig. Das sieht schon mal gut aus. Dann können wir oben den Raum verlängern, ne? Quasi. Wenn du hier auch eine Decke reinzimmerst, oder? Naja, du machst das schon, du machst das schon. Das hast du mich durcheinander gebracht, was wollte ich sagen? Sandsturmmasken. Wichtig, 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 wichtig. Ach, die brauchen Stahlbarren. Lass mich raten, wir haben keine mehr.
Doch, ein paar haben wir noch. Die müssen in der Schmiede oder im Ofen sein. Aber ich weiß, Schmiede haben wir 6, das, und da haben wir auch keine. Für die brauchen wir Teer, oder? Stahlfeuer. Stahlfeuer. Es sind doch welche in der Mache, aber es wird, werden halt erst Eisenbarren gemacht. Deswegen habe ich ja jetzt einen dritten Ofen hergestellt. Mhm. Dann haben wir nämlich einen Ofen für Ziegel, einen Ofen für Eisen und einen Ofen für Stahl. Das klingt nach einem Plan. Gut, dann kann ich das erst später machen. Ich kann mich erstmal entladen hier. Ich habe dir nochmal einen Krokodilkopf mitgebracht, ne? Weil ich weiß, du magst die. Warte, die steht auf Köpfe. So, das Eisen landet jetzt einmal, also die Eisenbarren landen jetzt einmal komplett in der Schmiede, weil ich die ja gerade jetzt alle hoch... Den Rest habe ich gerade nicht verstanden. Was meinst du? Ich bringe ja gerade unsere Öfen nach oben. Ja. Deswegen bringe ich jetzt erstmal die Eisenbarren alle in eine Schmiede, damit du die nicht suchst. Okay. So, und da kann ich... Nee, erst bringe ich die Öfen nach oben, bevor ich hier anfange, irgendwelche Dings zu machen. Ja, einfach so Dings machen geht ja gar nicht. Ja, ich meinte damit, bevor ich irgendwelche Sklaven hier verteile. Ja. In dem Inka-Ding kann ich auch einfach Bienen reinpacken, oder? Ja. Arbeitsbienen und Königsbienen. Boah, ist doch voll mit Honig. Ja. Wir haben ja auch viele Bienchen gehabt. Wo schmeiß ich den hier einfach rein? Da, wo der Honig ist, da müsstest du den Honig erstmal rausnehmen. Ah, okay. Ja, wir haben ganz wenig Honig. Oh, wir haben ganz wenig Honig. Eieieiei. Da war erstmal ein Schluck Kaffee drauf. So, jetzt kann ich in den Wald gehen und den ganzen Bären anlocken, ja? Bären? Schmier ich mich ein mit Honig, dann kommen sie alle raus. Super. wo soll ich denn den Honig mal lagern? Ich würde ihn jetzt einfach mal in den, in die Dings hier, in den Herd. Ja, dann ist der Herd voll. Ansonsten musst du gucken, wo du denkst. Gesundheit, weil man kann leider nur 100 aufeinander packen. Naja, ich packe hier im Geschirrschrank noch welche rein. Ist zum sauberen so, Geschirr. Wir haben jetzt auf jeden Fall wieder viel Platz für Stauraum, was auch immer wir da rein hinpacken wollen in die Ecke, wo die Öfen waren. Ja. Da kommen bestimmt noch andere Werkbänke oder so. Bestimmt. Bin ich im Weg? Ja, du gehst verdammt langsam. Wir haben noch keine Zeit. Das liegt daran, weil ich total überlastet bin. Ja, dann geh doch mal schneller. Ich bin überlastet. Du bist überlastet. Darauf esse ich erstmal ein paar Insekten. Ja. Du machst das hier schon, ne? Was kann ich jetzt machen? Sandsturmmasten kann ich ja nicht bauen. So, dann würde ich hier oben fast weiterarbeiten. Ich muss ja Dächer machen. Ja, du kannst auch eigentlich hier, wenn du mal hier guckst,
dass sie nach oben verbinden. Weißt du, dann machst du hier ein Dach drauf und dann noch eine Ebene, damit du oben den Balkon verlängern könntest. Ja, das wollte ich auch tatsächlich so. Also, wie du hier sitzt, ne? Ja. Guck mal, hier habe ich schon einen Boden. Ja. Da brauche ich noch ein paar Bögen und da, wo die Schräge ist, wollte ich dann halt Strohdach machen. Du kannst ja noch mal gucken, dass du noch mal ein bisschen Fasern sammeln gehst, weil die brauche ich, glaube ich, fürs Strohdach. Da hatte ich jetzt erst 600, ups, gesammelt, ja, aber die habe ich alle... Ja, aber das ist bestimmt fürs Dings gedacht, zum, für die Schleimsuppe. Zum Sklavenfuttern, ja. Genau. Aber jetzt haben wir wieder genug Schleimsuppe. Da habe ich noch 400 Fasern übrig, wenn du willst. Ach ja, dann nehme ich die. Dann gehe ich nochmal Holz sammeln. Wo sind die Fasern denn? Kann ich dir gleich liefern, wenn du möchtest. Ich bin direkt neben dir. Hallo. Ja, im Lagerfeuer. Soll ich die Sklaven erstmal irgendwo aufstellen? Ach so, ja, Sklaven. Also meinen Typen würde ich selber nehmen. Ja, ich nehme dann den Schmelzer und packe ihn mal zur Schmiede. Und dann nehme ich mal so ein Tänzerchen mit. Den packe ich erstmal in die Ecke unten. Achso, den hätte ich jetzt in unserem Dings gepackt. In unserem Schlafzimmer? Genau. Oder nehme ich auch noch einen Tänzer mit? Ja, die müssen ja da nicht im Inventar rumlungern. Wo ist denn das Stahlfeuer? Weil ich glaube, Stahlfeuer wird dann links wahrscheinlich gemacht, ne? Genau, da habe ich das Stahlfeuer ja auch schon reingelegt. Ich glaube, da packe ich einen Schmelzer hin. Hey, komm mal her, Junge. Da muss dann halt noch Eisenbarren hin. Ja, aus Eisenbarren wird mit Stahlfeuer Stahl. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, inwiefern da dann noch Dings rein müssen. Ach, ich glaube, die war nicht fertig. Ich kann die nicht auswählen. Heinrich ist heute nicht fit, glaube ich. Doch, den Tänzer kann ich auswählen. Hm. Ja, der Tänzer hier, der eine, der tanzt doch schon. Den Schmelzer konnte ich gerade nirgendwo hinpacken. Ach, in den Ofen, dann ist es mein Fehler, ja. Genau, da ist beim Ofen ist da direkt so ein sozusagen ein Slot, wo du den reinpacken kannst. Nochmal für die Zuschauer. Der Heinrich funktioniert nicht ohne zwei Kaffee am Morgen. Nur so zur Info. Er arbeitet gerade nämlich erst an seinem zweiten Kaffee. Also ich habe jetzt ins Inventar gepackt, aber er ist nicht da. Ach ja, Leibeigener. Ach komm, ey. Ja, ich hab's gesehen. So, und Mathilde hat ihre Mitra-Hohepriesterin. Yay! Dann müsste wieder die Sklavenräder frei sein, ne? Ja, das Kleine noch nicht, weil ich glaube, da ist noch unsere Kissentänzerin. Da ist noch im Arbeit, aber da muss ich ein bisschen was Leckeres, leckere Schleimsuppe reinpacken. Yum, yum, yum. Für Strohdach brauche ich, ja, Äste und nicht Holz. Äste. Äste könnten gut sein, dass wir die... Ich hab noch eine. Ich kann dir nur 25 anbieten. Ja, ich brauche jetzt erstmal 1, 2, 3, 4 Regen. So. Schön. Isoliertes Holz oder begradigtes Holz bräuchte ich auch noch. Oh, unterhalten, ich freue mich. Ja. Weil geformtes Holz brauche ich für oben und für die Decke.
Was ist denn, mein lieber Heinrich? Ich überlege, wo könnte man die Disco aufstellen? Also verstärken. Tja, ich weiß es nicht. Ich weiß es leider auch nicht. Ja. Interagieren? Nee. Schade, den Tempel kann ich wohl auch nicht mehr mitnehmen. Zerlegen. Bitte? Ich sagte, den Tempel kann ich hier auch nicht mehr bewegen, weil ich habe ihn damals einfach nur hier in die Wildnis reingeballert. Oh, ich sehe dich. Hallo. Ja, hi. Weil hier oben wäre eigentlich richtig cool. Hier könnte man so einen, ja, so einen großen Muskelmann hinpacken, Türsteher. Dann kommt man hier hoch. Und hier oben sind sie alle am Abdancen. Yeah. Alter, müsste ich diesen Tempel nochmal bewegen können. Ich muss mir unbedingt diese Mod besorgen. Ah, die mache ich aus diesen billigen Ressourcen, nicht aus Ziegeln. Ziegel sehen zwar besser aus, aber... Dauert länger. Brauchen mehr Ressourcen, ja. Alter, hier gibt es Mauern mit Kristall. Mit schwarzes Eis. Oh, Entschuldigung. Sieht mächtig cool aus, aber... Ich bleib bei dem normalen Zeug. Klappt's mit den Öfen? Aber die Ecke, wie ich sie haben wollte, ist nicht so, wie ich es wollte. Schade. Irgendwie ist der Kroko keine Herausforderung mehr. Ah, so, sehr schön. Eisen verstecken.
ja, Fackeln wollte ich auch neue bauen, weil es gibt doch einige Ecken, die hier etwas dunkel in unserem Haus. Ja, sieht auch schon irgendwie komisch aus, wie wir bauen, aber... naja, Hauptsache Funktion ist gegeben, also... Das Haus lebt halt, es wächst mit seinen Aufgaben. Das Haus ist wie ein Pilz, es wächst irgendwie komisch. Yay, der Schmiededachboden ist bedeckt mit. Dann komme ich gleich mal gucken. Also man sieht schon aus der Entfernung, dass du jetzt ein Spitzdach gebaut hast. Jo. Aber hier brauchen wir definitiv noch ein paar Fackelchen oder so. Das ist dunkel. Jetzt kommt die Deko-Queen. Ach ja, und hier müssten wir auch noch mal eine kleine Mauer bauen drumherum. Weißt du? So als Innenhof und dann oben da Bogenschützen. Ja, das hat mir auch noch nicht fertig gemacht. Ja, machen wir irgendwann demnächst. Die Leiste für da den Angriff sehe ich auch gar nicht gerade mehr. Hallo! Hi! Kommen Sie rein, können Sie rausschauen. Achso, das ist noch eine Arbeit? Ah! Ein Dach. Boden. Sowas haben wir noch nie gesehen. Bam, bam, bam. Gibt es Schornsteine? Nee, ne? Einfach so für den Flair. Ups. Keine Ahnung. Kann man bestimmt lernen. Man kann ja dekomäßig jeden Scheiß lernen. Was guckst du in den Ofen? Ja, der wartet, bis er schmieden kann. Ja, sieht doch ganz nett aus hier. Aber hier oben nur noch ein bisschen Licht. Wir machen die Schmieden. Der braucht kein Licht, der guckt doch eh ins Schwarze. Achso, ich muss ja hoch. So, genau, ich wollte Holz besorgen, weil ich wollte ein paar Fackeln machen, weil das ist mir hier alles ein bisschen zu düster. Düster? Ja, ist ja alles so düster. Hier die Küche, die ist ganz dunkel.
Oh. Das gefällt mir nicht. Ach, mir gefällt auch immer so einiges nicht. Und ich bin nun mal die Deko-Queen. Du bist die Deko-Queen, genau. Genau. Das ist aber auch blöd. Wenn ich hier jetzt an diesem Stein anbaue, dann ist trotzdem die Erde noch über dem Stein. Wenn ich das nicht haben will, müsste ich auf diesem Stein nochmal eine Steinfläche bauen. Da hast du recht. Das ist aber auch irgendwie scheiße. Gucken wir mal. So, der ist halt nicht bearbeitet. Also wir können auch immer noch Holz für alle Öfen brauchen. Ja. Ich überlege gerade, wie ich hier eine Grundfläche baue. Für die Disse. Das finde ich irgendwie lebenswichtig. Okay. Ja. Aber wenn die Grundplatte mir schon nicht passt, dann kann ich auch gleich wieder aufhören. Und ich muss natürlich diese Mod finden, quasi, wo wir alles quasi bewegen können. Damit ich hier mein Altar auf eine vernünftige Sache bauen kann. Achso, ich brauche kein Licht mehr. Ja, ich brauche dann auch wieder Stein und Holz. Aber an unserer Basis hatten wir ja schon ewig nicht mehr weitergearbeitet, ne? Wir hatten zwar neue Sachen aufgestellt, aber nie verbreitert oder so. Ja. Immer nur so ein ganz kleines bisschen, aber nie konzentriert. Ja. Ich könnte es mir auch einfach machen und einfach hier diese Fläche bei den Tieren nutzen. Aber ich weiß nicht, die Disco vor den Tieren, das ist ein bisschen... Die armen Tiere, die müssen ja schlafen nachts. Finde ich nicht so gut. Außerdem können dann die Sklaven da hingucken, das möchte ich nicht. Hast du Angst, dass die Sklaven also Spaß die, haben? Die Sklaven im Sklavenrad, die dürfen keinen Spaß haben. Aber ach, verdammt. Du hast die Sklavenräder doch extra so positioniert, dass die Sklaven eine schöne Aussicht haben. Ach, das stimmt, da hatte ich wohl einen guten Tag. Jetzt würde ich das nicht mehr machen. Ist ja nett. So, wo konnte ich denn Wandfackeln machen? Hängekohle von Ohren und Eisen. Da, Schellenfackel. Ui, wo kommen denn die ganzen Äste her? Die hatte ich bei mir. Uiuiuiui. Jetzt muss ich für Eisen immer hochlaufen. Ach. Aber wenn du nur Eisenbarren brauchst, da sind ganz viele... Nein, ich habe noch Eisen gesammelt. Will ich nur also, loswerden, bevor ich wieder loslaufe. Oh, dieses Atmen vom Elefanten geht mir auch so ein bisschen auf die Nüsse. Wenn ich da vorbeilaufe. Sechs habe ich jetzt wieder.
So, jetzt ist erstmal die Küche beleuchtet. Juhu, Küche ist beleuchtet. War so eine ekelhafte, dunkle Ecke. Schade, schade, geht nicht. So. Ihr aber auch nicht. Warte mal, warum nehme ich mir nicht hier so einen Sklaven mit? Das weiß ich doch nicht. Brauche ich nicht die ganze Zeit zurücklaufen? Vor allem, wir haben ja oben im Schlafzimmer so einen schönen Supertrick. Ach so, ja, stimmt. Ja, aber ich denke mal, für ein bisschen Holz und Stein kann der andere auch dienen. So, weil es total schlau ist, so eine eiserne, so eine brennende Kohlenpfanne direkt unter ein Strohdach zu hängen. Klingt eigentlich voll logisch, oder? Klingt ja voll logisch. Hat man früher bestimmt im Mittelalter auch so gemacht. Immer. Warum sind denn so Städte wie Leipzig mal abgefackelt? Und da musste der gute Heinrich kommen und das wieder aufbauen. Nur ein Fehler hat, glaube ich, Heinrich gemacht. Der hat ja darum nicht München gegründet. Das hätte er nicht machen sollen. So, es werden jetzt mal ein paar Stahlbarren hergestellt. Ich gebe mal unserem Schmelzer hier was zu tun. Warum sind hier keine Viecher? Ah doch, da sind sie. Okay. Scheiße. Der Sklave steht direkt am Baum und ich hau ihn wirklich. Ja, wenn er so nah am Baum steht, kann ja mal aus dem Weg gehen, oder? Könnten wir auch irgendwo einen Aufzug gebrauchen? Weil ich noch als Reiseziel habe, baue einen Aufzug. Genau. Ah, nee, mit einem Aufzug fahren, Entschuldigung. Aber ich habe noch nirgendwo von der KI einen Aufzug gesehen.
Ey, du Sack. Ach. Lass das arme Tierchen doch in Ruhe. Entschuldigung, Tierchen. Halt mal kurz. Oh, da vorne läuft King Kroko. Tüdelü. Ich bin mal gespannt, ich teste jetzt mal was. Ich könnte mich gleich richtig ärgern. Ich bin gespannt. Weil die Steinfundamente sind ja schwer. Was hat der denn jetzt auf einmal Schleimsuppe? Wo kommen die denn her, mein Junge? Wo hast denn die hergezaubert, die Schleimsuppe? Der hat aus dem Nichts gerade eine Schleimsuppe bekommen. Hey. Hm. Okay, dann nehme ich die Knochen wieder raus. Ich packe jetzt die Sandsteinfundamente bei ihnen rein. Und wenn die verschwinden, mache ich ihnen, glaube ich, einen Kopf kürzer. Nein, sie verschwinden nicht. Ach, guter Sklave. Guter, Kushite. Warum sollten die Fundamente verschwinden? Bei mir sind es schon bei Sklaven Gegenstände, die ich reingeballert habe, verschwunden. Es kann sein, dass es damals nur Fressen war, wie das die netten Zuschauer auch geschrieben haben, dass die das natürlich gleich selber verputzen. Aber ich bin auch der Meinung, ich hätte das bei Gegenständen gehabt, dass die einfach dann verschwinden. Das ist so ein bisschen nervig. Hast du noch nicht gehabt? Ja, es wäre halt ärgerlich, wenn du jetzt hier Fundamente abarbeitest quasi oder herstellst und die in den Sklaven packst und dann sind die weg. Weißt du? Ressourcenbau für nichts. Nothing. Aber wir haben einen guten Sklaven hier, der lässt das nicht verschwinden. Gut, ich glaube, wir arbeiten noch so ein bisschen vor uns her und machen hier mal einen Break und überlegen uns mal, was wir nächstes Mal machen. Vielleicht, ja, mal ein bisschen wandern wieder gehen. Mal gucken. Ja, vielleicht gehen wir noch mal ein bisschen Sklaven holen, das Rad ist ja jetzt wieder. Ja, Sklavenjagd könnte man auch wieder machen, stimmt. Ja, da gab's ja so einen Schmelzer. Ja, noch mal da reingehen, um den Schmelzer zu... Der wird doch bestimmt da wieder spawnen, oder? Natürlich, und ich muss ja auch immer noch einmal das Relikt des Abgrunds zerstören. Da gab's auch viele Sklaven. Aber bis wir die wieder hin und her gebracht haben. Cool wäre es, wenn man die Sklaven automatisieren könnte. Also, wenn, dass man welche mitnimmt, die dann mitkloppen. Und wenn die dann einen haben, sage ich, jo, geh mal nach Hause. Das wäre super. Naja. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst doch gerne mal ein Like, ein Kommentar oder ein Abo. Würde mich sehr freuen. Oder wir würden uns sehr freuen. Und der Kushite würde sich auch sehr freuen. Ja, und wie ihr vielleicht gesehen habt, ich habe jetzt hier einfach mal einen Fackelweg aufgebaut. Damit wir ein bisschen leichter nach Hause finden. Gerade wenn wir so in einem Sandsturm landen. Und jetzt muss ich mich beeilen, nach Hause zu kommen, weil ich hab Hunger. In so einem Stürmeli. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.